Die Enttäuschung ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, weil die Sozialdemokratie natürlich auch Fehler gemacht hat. Aus meiner Sicht der schwerste Fehler war, überhaupt in diese Koalitionsregierung mit der ÖVP zu gehen. Ich möchte kurz daran erinnern, wie diese Koalitionsverhandlungen damals im Herbst 2006 begonnen haben, als Schüssel und Molterer meinten, es sei schon entgegenkommen genug, dass überhaupt mit der SPÖ gesprochen wird. Ich denke, in dieser Aussage zeigt sich der Geist der Nichtzusammenarbeit, der an der derzeitigen ÖVP-Spitze einfach herrscht. Und die SPÖ hätte eben nicht auf die Strategie setzen sollen, durch inhaltliche Nachgiebigkeit doch eine Regierung mit der ÖVP zustande zu bringen. Ich denke, mit dem Zwischenschritt einer Minderheitsregierung wäre es besser gewesen und deutlich möglich gewesen, für den Kurswechsel eine noch breitere Mehrheit zu erringen. Jetzt ist es der ÖVP gelungen, die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie anzuknacksen, Alfred Gusenbauer so zu beschädigen, dass er von sich aus das Feld räumt. Und ja, zum dritten Mal in Folge gibt es vorgezogene Neuwahlen, weil die ÖVP das will, nach 1995, 2002, eben auch heuer. Und es ist zu befürchten, dass die politischen Verhältnisse in Österreich aufgrund dieser Macht, Taktik und dieser Machtspielerei der ÖVP eben viel instabiler werden. Und wer das eindämmen will, sollte Liste 1 SPÖ wählen.